Letzte Woche habe ich euch berichtet von den Eigenheiten eines Commercial-Fotoshootings und das will ich heute gleich mal vertiefen, weiter ausprobieren. Simone und ich suchen uns ein paar Spots in unserem kleinen Örtchen Cuyera und fotografieren dort für unser Portfolio. Wie schon gesagt, ist auch Simone absoluter Posing-Profi im Bereich Commercial und gerade ihr Models könnt euch eine ganze Menge bei ihr abschauen. Das war übrigens unser erstes gemeinsames Shooting auf dieser Reise und überhaupt. Und ihr könnt mal beurteilen, wie es zwischen uns und mit uns läuft. Thema Kommunikation, Model und Fotograf. Speziell für Fotografinnen gibt es zwei Sets, in denen ich versuche, das Sonnenlicht zu imitieren. Denn es gab an diesem Tag so gut wie kein Sonnenlicht in Cuyera. Uhr, endlich, Olga ist fertig geworden mit dem Make-up und den Haaren. Sieht klasse aus und Simone und ich werden jetzt hier in der Altstadt von Cuyera mal nach ein paar schönen Spots suchen, wo wir fotografieren. Das ist unsere Kleiderkammer, das ist unser Umkleideort, da ist Simone, schon fast fertig. Fast fertig, genau, jetzt kommen noch die Taschen dazu. Und dreh dich mal um. Okay, das ist da. Ups, es hat fast ein Schild. Fertig. Spot Nummer 1. Ein schattiger Platz vor einer Kirche. Indirektes Licht mit leichter Sonneneinstrahlung von rechts, wenn die Sonne dann mal rauskommt. Insgesamt ist das ein sehr weiches, gleichmäßiges Licht und Simone kann sich in alle Richtungen bewegen und ich kann mich ganz auf die Unterhaltung mit ihr konzentrieren. Ein neues Model, ein neuer Fotograf. Wir kennen uns noch nicht und so muss jeder erstmal dem anderen erklären, was er bzw. sie wie macht. Meistens mache ich erst so die ganze Szene, um dann ein bisschen näher ranzukommen. Also wundere dich nicht, wenn ich dir nicht gleich auf die Pelle rücke, sondern... Okay, lass mir erstmal meinen Freiraum. Genau. Ich starte mit dir. Startest du da? Okay. Es ist... Ich drehe mich dann um. Die Frau hat ihren eigenen Willen. Okay, und versuch noch ein bisschen langsam zu gehen, weil ich versuche dich natürlich irgendwo zwischen den Säulen zu haben, dass dir nicht immer gerade hinterm Kopf eine Säule rauskommt. Okay. Ein Beispielbild, das uns gefallen hatte, beinhaltete ein Netz mit Orangen. Beides haben wir im Supermarkt besorgt und setzen es jetzt als Requisiten für unsere Commercial-Bilder ein. Sehr schön. Komm noch einmal auf mich zu. Ja, okay. Und du darfst nicht die Augen zumachen, ein Stückchen weiter weg von mir, ne? Du darfst nicht die Augen zumachen, wenn du hochwirfst. In dem Moment, ne, wo sie ganz oben ist, guckst. Hopp. Und fallen von der Hand. Ja. Okay. Das war gut. Die Location hat glücklicherweise ein paar Stufen, sodass wir auch sehr gut Aufnahmen im Sitzen machen können. Da hockt man als Modell nicht ganz so gekrümmt, sondern kann den Oberkörper und die Beine lang machen. Das sieht immer besser aus. Ich hoffe, ja. Wunderbar ausgepackt und eingepackt. Alles gut. Das hast du so schön ein- und ausgepackt. Das ist dein Mama, Wasser. Komm mal schon rein. Set Nummer 2. Outfitwechsel und Locationwechsel. Auch wenn es im Video manchmal sehr hell aussieht, es ist stark bewölkt. Es sieht nach Regen aus, aber ich will trotzdem sonnige Bilder machen. Die Herausforderung, die ich mir selbst stelle, lautet: Erzeuge eine Gegenlichtstimmung, einen Look wie an einem sonnigen Morgen mit einer leichten Überstrahlung von hinten und das Ganze in einer Altstadtgasse. 7:15, also hier in der Altstadt von Cuyera ist kein Licht mehr und wir wollten eigentlich gerne noch ein sommerliches Commercial Shooting bzw. ein Set in dem Outfit machen, so richtig mit Sonnenbrille und Licht. Und wenn man kein Licht hat, dann muss man sich das halt suchen oder machen. Deswegen gibt es hier noch einen Blitz von hinten, der ein wunderschönes Sonnenlicht produziert. Und der Blitz ist auch schon ziemlich stark eingestellt auf ein Achtel. Ich werde ihn sogar gleich noch höher einstellen. Ich hatte eine Vorstellung, wie das Licht wirken sollte. Aber leider hat es nicht ganz so perfekt geklappt, wie ich wollte. Auch wenn mein Stativ den Blitz auf über 2 Meter hochgehoben hatte, hätte das Licht noch weiter von oben kommen müssen.
So entsteht ein unschöner langer Lichtreflex in den Scheiben der Tür und auch bei der gewünschten Überstrahlung musste Lightroom ordentlich nachhelfen. Und los geht's. Ja, und das Licht, das Sonnenlicht kommt ja von der anderen Seite. Also wenn du in die Sonne gucken willst, dann guck nach links oben. Cool. Das ist gut. Du kannst auch, weißt du was, du kannst auch einfach, damit du nicht so... Aber okay. Das war jetzt einfach für mich, kleine Challenge. Ja, cool. Und für meine YouTube-Fans natürlich. Ja. Drittes und letztes Set. Ich versuche nochmal, natürliches Sonnenlicht zu imitieren. Dieses Mal als direktes, großflächiges Licht. Inzwischen ist es 7 Uhr geworden. In den Altstadtgassen von Cuyera herrscht überhaupt keine Sonne mehr. Überhaupt ist der ganze Himmel ja sowieso bedeckt. Also, wir müssen uns wieder unser eigenes Licht machen. Teil 2. Ich versuche, Sonnenschein zu imitieren. Und zwar diesmal frontal von vorne. Da steht Simone. Ich könnte sie natürlich mit Umgebungslicht fotografieren. Das ist aber relativ flach, also das Umgebungslicht. Ich habe es dann mal probiert mit direktem Licht, mit einem Blitz von vorne. Das sieht wirklich viel zu hart aus. Und die Lösung, die ich dann gewählt habe, war, ich habe einen Blitz, den ich hier gegen diese Wand strahlen lasse und der dann ein großflächiges Licht ergibt. Mit viel Power kann man dann trotzdem noch einen Sonnenlichteffekt erzeugen. Du hast gesagt, das war unten so ein kleines Rattenloch, aber es ist nicht groß, die Ratte. Ja, das kannst du machen. Oh, das ist gut. Das sieht sehr natürlich aus. Ja, Bordsteinschwalbe, alles gut. Ich weiß, wie man mit Models redet. Oh, jetzt habe ich auch das Weitwinkel drauf, das ist gut. Der Blitz läuft auf hoher Leistung und ich fotografiere zu schnell. Deshalb hat er bei vielen Aufnahmen nicht ausgelöst. Tja, auch das kann passieren. Aber es sind dank Simone genügend gute Fotos immer noch übrig geblieben. Gut so, ich mag asymmetrisch eigentlich viel lieber. Nein, war gut. War ja viel besser als meine Idee. Schließlich hatte ich den Blitz noch etwas weggedreht, um einen Lichtabfall zu erzeugen. Simone kommt dann noch 2 Schritte auf mich zu und dann wird der Hintergrund noch ein wenig unschärfer. So gefallen mir die Bilder dann richtig gut. Ja, das ist doch die Eroberin. Cool. Kleine Episode zwischen Set 1 und Set 2. Ein paar Porträts von Simone mit einer Zuschauerin. Bestimmt stellt die gute Frau ihren Klappstuhl jeden Abend auf die Straße und sitzt dort. Aber wir fühlten uns doch schon etwas beobachtet. Das ist jetzt auch mit drauf, wie Sommer. Auf jeden Fall mit drauf, das ist 360 Grad. Boah, dieser weiße Liegestuhl da hinten, der nervt ja so ein bisschen, ne? Wow. Cooler Blick. Mag ich alles. Guck ein bisschen weiter in Richtung Licht, das kommt von da. Ja.